Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, wir sind immer noch halb tot und ja, vollgefuttert. Wollen wir trotzdem mal versuchen, so einen Menschen zu töten? Ja, ich finde, das können wir mal machen. Okay, dann... Warte. Ihr wollt denn doch, ich wollte euch die Talente zeigen. Nicht Talente, Werte. Nee, auch nicht, Attribute. Also ich glaube, Belastung, wenn man selber viel trägt. Ich weiß nicht, ob ich da Punkte reingeballert habe. Hast du bei Belastung da schon was drin gehabt? Ja, ich habe bei Belastung, habe ich jetzt, nachdem ich die verteilt habe, habe ich jetzt 3. Ich hatte 4. Warum hatte ich da 4? Ah, vielleicht, weil wir unsere Charaktere irgendwas Besonderes ausgewählt haben. Vielleicht das kann... Keine Ahnung, ich hatte das am Anfang alles auf 0. Aber mir war Belastung 4. Ich mache jetzt eine Belastung 5. Ups. So. Ich wollte gucken, irgendwo konnte man noch ein Schild herstellen. Da. Was wolltest du, weißt du, was du schon machen wolltest? Eher Nahkämpfer, Fernkämpfer? Ich bin eher Fernkämpfer tatsächlich, weil ich ja auch dann so einem Clan angehöre, die eher so Fernkämpfer sind. Aha. Ich bin eigentlich auch nicht so der Nahkämpfer. Aber ich gucke trotzdem, dass ich so ein bisschen Stehvermögen etc. trotzdem so ein bisschen... Was war denn Stehvermögen? Stehvermögen war... Ah, Ausdauer, ne? Maximale Ausdauer. Fester Griff, du kannst beim verbrauchst beim Klettern weniger Ausdauer. Barbarenzähigkeit, du erhältst pro Regenerationseinsatz 10% mehr Ausdauer. Eisenmuskeln... Gut, dann... Also das ist die maximale Ausdauer, das steht. Dann machst du den Fernkämpfer und ich mach den Tank, okay. Finde ich gut. Dann haben wir uns doch mal hier grob abgesprochen. So. Heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch ein bisschen drauf achte, dass ich im Nahkampf nicht total der Loser bin. Ist ja okay, nee. Aber... Scheiß Vogel. So. Ah, ich habe hier aber Stärke. Die erste Errungenschaft, die du kriegst, jeder deiner Schläge mit stumpfen Waffen verursacht 100% mehr Erschütterung. Dann sollte ich ja vielleicht erstmal auf, wenn ich das gleich freigeschaltet habe, auf stumpfe Waffen gehen. Ne? Naja. Gut, ich habe trotzdem erstmal einen Bogen, obwohl ich total schlecht bin. Ich werde, lass uns trotzdem versuchen, die mehr so aus dem Hinterhalt anzugreifen. Oder sagen wir mal so, können wir ducken den, ne? Doch, auf C. Soll ich mal versuchen, den von hier, auch von dieser Seite aus zu erschießen? Ich habe keine Pfeile, aber ich habe Pfeile. Achso, ich muss die wieder irgendwie draufziehen, oder? Ja. Ich versuche den mal von hier drüben zu erschießen, okay? Hoa! Hohoho! Ja. Ist drin. Juckt den aber irgendwie nicht, oder? Doch, ich habe den schon ein paar Mal getroffen. Also er kommt nicht rüber, aber... Ich treffe nicht. Watch out. Jetzt ist er tot. Okay. Der erste Toter. Alles plündern. Nein, nein, nein. Ah, nicht bauen. So, Tierhaut und Knochen habe ich von ihm bekommen. Warum höre ich immer noch die Kampfmusik? Das weiß ich nicht. Wie hast du ihn gelootet? Oder getötet? Ich meine, auseinandergenommen. Ich bin auf ihn erstmal zu ihm gegangen und dann habe ich auf E gedrückt.
Und dann konnte ich ihn sozusagen ein bisschen looten und dann habe ich ihn mit der Axt auseinandergenommen. So, der nächste. Oh, hey. Oh, es sind zwei, scheiße. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Und ich bin die Mathilde. Gods take you. Oh, die ficken mich. Scheiße. Ah, lauf! He-Man! Oh, ihr seht mich nackt. Ui, ich bin He-Man! He-Man! Hast du sie getötet? Nein! Sie haben mich getötet. Mich auch. He-Man war zu schwach und ich bin immer noch nicht voll geheilt. Was für ein Scheiß ist das denn? Jetzt laufen die auch an... Oh. Ich bin ganz nackig. Ich auch. Oh, nackter Popo. Ich habe ganz vergessen, dass ich He-Man bin. Ach ja. Ach, Nacktbaden ist so angenehm. Ah, sie hören mich, die sehen mich. Oh Gott. Ah, da kommt einer. Ich muss weg. Oh, nicht zu mir. Ich bin doch nicht angezogen. Ja, ich auch nicht. Darum hau ich ab. Ich mach grad Nacktbaden. Hä? Huh? Ah! Oh Gott, der schwimmt hinter mir her. Ach nee, er ist wieder zurückgeschwommen. Puh. Ich fühle mich so nackig. Okay. Warum biegt er jetzt ab, die Sau? Haha. Ah, das ist halt Pisse auch. Pissig, ne? Komm her, du kleine Sackratte. Oh, warum bleibst du auf einmal stehen? Damit dein Teil von mir abkriegt. Ah, den loote ich. Okay, dann gehe ich schon mal auf den anderen schießen. Ich versuche den diesmal mit der Spitzhacke auseinanderzunehmen. Kann man den auch looten? Oh ja. F alles plündern, das machen wir doch. Oh, ich krieg Heinrich, Vorsicht, Heinrich! Ah, Menschenfleisch! Warum habe ich meine zweite Waffe nicht? Ich komme zu dir, Heinrich! He-Man! Nein, sieht ganz gut aus. He-Man? Gut gemacht! He-Man! Oh, ich kann meinen eigenen Kadaver auseinandernehmen. Geil! Ich habe einen chimärischen Schmelzer auseinandergenommen. Ich habe gerade meinen eigenen Kadaver auseinandergenommen und habe noch Tierhaut hinzubekommen. Cool. Knochen. Kannst du mich auch auseinandernehmen? Mache ich. Gucken wir den ihr Lager an. Hm. Haben die irgendwas Nettes? Nee, bei einigen gibt es manchmal Kisten, aber die haben gar nichts. Langweiler. Aber wenn wir schon mal hier sind, genau, kann man alles auseinandernehmen. Steine. Hu. Dann werde ich, glaube ich, demnächst mal ein Sklavenrad oder so bauen. So ein kleines, dass wir Sklaven kriegen. Oh. Ein leichtes Rüstungsteil anlegen. Habe ich hier als Aufgabe. Ich brauche ein leichtes Rüstungsteil. Heinrich, du musst uns Rüstung machen. Ja. Was kann ich denn so bauen als Rüstung? Soll ich dir eine Tunika herstellen? Komm, ich mach dir mal eine Tunika. Eine normale Tunika habe ich, glaube ich. Ist das nicht ein leichtes Rüstungsteil? Grobe Tunika habe ich. Ist doch ein leichtes Rüstungsteil, oder nicht?
Aber das wird mir nicht hier angezeigt, als dass ich schon sowas trage. Leg's doch mal ab und nochmal an. Nö, wird mir immer noch angezeigt. Als nächstes zeigt er mir hier Brustpanzer an, königliche Brustpanzer oder so. Hm. Ey, vielleicht muss ich mal da noch an die Werkbank gehen. Pflanzenfasern sammeln sind nämlich immer gut. Brauchen wir viel, um Zwirn herzustellen. Ja, ja, ja. Hm. Oh, ich glaube, ich bin fast voll. Ja, ich auch gleich darum. Ah, ist rot, ich gehe zurück. Oh, ich habe Aloeblätter. Sind bestimmt gut für die Heilung. Ich probier das mal. 8 Zutat. Okay. Diese stachelige Pflanze ist bekannt für ihre heilende Eigenschaften, wenn sie zu einem Trank verarbeitet wird. Okay. Das Coole bei unserem Haus ist, wir sind immer so Nester und dann kommen diese scheiß Geier. Da kann man sie und echt die greifen einen nicht an, diese Geier vor allem. Nee, aber man kann sie looten. Ja, das ist praktisch. Aber jetzt stell dir mal vor, das wären böswillige Viecher. Das wäre sehr, sehr nervig. Ja, böse. Böse, nervige Viecher. Ah, ich guck mal, was ich für so ein Sklavenrad brauche. Zimmermann? Boah, 400 Holz. Scheiße. Für was? Für so ein Zimmermannswerkbank, für besseres Holz. Dann baue ich auch eine Gerberei, braucht genauso lange. Gut, ich baue erstmal eine Zimmerei, das ist erstmal wichtiger. Brauchen wir noch verdorbenes Fleisch? Nee, ne? Nee, also bis jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, wofür man das gebrauchen kann. So, einfaches Rad der Schmelzen. Brauche ich 75 Eisenbarren. Oh, okay, dann baue ich erstmal einen Ofen mit 540 Steinen. Gut, 540 Steine. Das ist mein erstes Ziel jetzt. Ja, in der Truhe rechts neben der Tür, da habe ich Holz und Steine gelassen. Die sind dann für mich. Ja, dann nehme ich die andere. Achso, soll ich das Menschenfleisch braten? Achso, willst du noch was haben? Ja, ich habe ganz viel. Warte mal. Ich weiß nicht, was passiert. Du kannst es ja mal essen. Ich würde das erstmal braten wollen. Gekochtes Menschenfleisch macht er. Ja. Ja, dann hacke ich mal weiter Steine. Jo, Steine und Holz. Das ewige Lied, ne? Genau. Ich brauche viele Steine, damit ich einen Schmiedeofen machen kann. Damit wir Eisen machen können. Du bist jetzt, glaube ich, erstmal bei der Gerberei, ne? Nee, ich mache erstmal Schmiede. Zimmermann. Für das Holz, weil für bessere Waffen und so brauchen wir besseres Holz, definitiv. Ich wollte es zumindest erstmal gebaut haben und dann baue ich dann direkt die Gerberei danach. Okay. Ja, bei mir ist jetzt erstmal die Schmiede als erstes dran. Ach nö. Ach Junge. Geh weg. Ich habe keine Lust auf dich. Ich habe gerade auf einen Baum geschlagen, auf einmal ist ein neuer Baum erschienen.
Das ist ja Magie. It's magic, bitch. Ups. Oh, ich muss niesen. Niesen? Nein! Nicht ins Headset! Aua, meine Ohren! Entschuldigung. Nee, alles okay, war nicht so schlimm. Ich habe ja auch extra mein Mikrofon hochgemacht. Ach ja, stimmt, die Samen brauchte man ja, um Brei für die Sklaven zu machen. Sklaven genau, zu machen. Darum schmeiß ich den nicht weg. Pack ich in die Truhe. Oh, schon wieder Krokodile. Oh, ich habe erst mal knapp die Hälfte der Steine zusammen. Menno. Oh, ich muss entkommen. Ich komme nicht auf den gelben Zweig mit meiner Heilung. Da ist auch ein Krokodil. Verflixt und zugenäht. Wie viele Krokodile gibt es in diesem verfickten Spiel? Ah. Nein, keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer. Habe ich auch nicht. Los. So, Krokodil. Ist das jetzt ein Sandsturm hier? Fast so, ne? Oh, mein Pfeil ist an der Kante abgefallen. Aber kannst du looten. Danke. Sandsturm, ich suche Schutz. In unserer halbfertigen Höhle, Basis. Eieiei. Ei, ich sehe nichts mehr. Ich wollte ja noch mal ein paar Hinhängfackeln machen. Oh, das war sogar eine Mission. Schutz suchen. Oh, ist das dunkel. Ich gehe unter die Treppe. Ich habe Angst. Ah. Sein oh Gott, Sturm. Das tut ja weh. Oh ja, es tut weh. Ich gehe wieder zurück. Hi. Hallo. Du hier? Ja. So, ich wollte ja so ein paar Wandfackeln machen, ne? Ich bin halb tot. Standfackel? Wie sieht's bei dir mit der Energie aus? Oh, auch nicht so geil. Ich konnte doch eine Wandfackel machen, nicht nur eine Standfackel. Konnte ich eine Wandfackel machen? Fackelträger, Standfackel, windgeschützte Fackel, Schellenfackel. Ah, dafür brauche ich die Werkbank eines Handwerkers. Jetzt könnte der Wind langsam mal aufhören hier. Finde ich auch. Und ich würde mal sagen, wir bauen noch eine zweite, wir machen noch eine zweite Etage mit Decken dran, Wänden und dann machen wir eine Decke, damit wir besser geschützt sind. Ja, also hier würde ich sagen, machen wir erstmal die Decke soweit dicht. Ja, weil du kannst jetzt... Und auf der nächsten Etage können wir dann ein Schrägdach machen. Weil du kommst hier irgendwie, kannst gerade nichts machen. Ich würde mich hier für die Flachbau-Variante entscheiden. Da wir ja sowieso in diesem Wüstengebiet sind, passt das heute zum Thema. Also kein Spitzdach. Aber ich finde ein Schrägdach schöner. Aber wir sind hier in der Wüste. Außerdem kann man auf dem Dach was bauen. So, kannst du jetzt mal aufhören? Oh, ist immer noch windig. Aber es tut nicht mehr weh, oder? Nee. Okay. So, habe ich denn mittlerweile genügend Steine? Oh, ich glaube, ich habe genügend Steine für eine Schmiede. Schmiede.
Nicht. Mir fehlt Holz. Wie ist das Ding nochmal? Bauobjekte? Oh, ach, Ofen. Oh, 540. Mist. Also ein bisschen Treppe werde ich hier doch nochmal machen, weil ich tue mir jedes Mal so ein bisschen weh, wenn ich hier runterklettere. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die Treppe. Also nicht auch... nicht. Oh, Krokodil ist links, pass auf, ne? Okay. Ich schwimme mal wieder zu der Insel, wo die Menschen waren, da. Mach das. Scheint nichts los zu sein mit Viechern. Ah, ein Mensch ist schon wieder gespawnt da hinten. Ja. Spawnen recht flink, die Viecher. Mhm. Muss ich mal gucken, was brauche ich? Hä? Oh, oh, Manu. Holz brauche ich. Passt ja. Ach, das war doof. Ich flüchte vom Krokodil und springe ins Wasser. Egal, das Krokodil kommt nicht hinterher. Ist ja auch mal nett, so ein bisschen zu gucken, was die Gegend so bietet, ne? Joa. Schon wieder dunkel. Ah, das bist nicht du. Das ist wer anders mit langen Haaren. Nee, ich bin weggeschwommen. Dann gehe ich hier mal weg, bevor die nächsten Leute spawnen. Oh! Du bist Krokodil. Es wird Zeit, dass wir Hase. Sowas... Hase gekillt. Ha. Ich bin stolz auf dich. Und es gibt mir Wildfleisch, einen nur. Schade. Der ist zwischen den Steinen hängen geblieben. Das war ganz gut. Jetzt habe ich natürlich die Stöckchen nicht mitgenommen. Nämlich gerade, dass ich vielleicht auch ein paar Standfackeln erstmal mache. Richtige Fackeln mache ich dann in der Werkbank. Ich hoffe, das ist genehm. Ja, alles okay. Hauptsache, wir sehen ein bisschen mehr. Oh, Dunkelheit. Nee. Ach, da ist ja unser Haus. So. Oh Gott, schwimmen. Fackel an. So. Zumindest unsere Haustür ist schon mal beleuchtet. Und das ist gut.
Ich würde dann einfach den Ofen neben den Werkzeugmachertisch packen, ne? Okay. Ofen herstellen. Kann man später Sachen auch wieder umbauen, also von einem Objekt wieder aufnehmen oder so? Also bei der Matte ging es. Geht's auch mit irgendwelchen Möbeln? Das weiß ich nicht. Ach, das ist Werkbank eines Rüstungsmachers. Oh, ich sehe nichts. Komm mal her mit deiner Fackel hier. Leuchte mir mal. Ach Mist, da ist meine Dings im Weg. Kannst du unter die Treppe bauen? Ja, das gucke ich gerade. Dass das schön passt, dass das gut aussieht. Und dann kannst du. Ach so, das ist der Ofen. Ups, ich habe ja keine Fackel mehr. So, Holz und Stein ergibt Eisenbarren. Das ist ja eine Überraschung. Nee, ich will das nicht nehmen, ich will das aufteilen. Aufteilen. So, dann nehme ich mir mal alles, was ich so an Eisensteinen finde, ne? Willst du deine Matte da liegen lassen, oder? Ich kann die auch gerne woanders hinpacken. Ja, pack sie mal weg, dann würde ich da dieses Holzding bauen. Jo. Vielen Dank. Ja, so schön machen. So, dann machen wir mal ein paar Eisenbarren. Noch nicht viele, aber erstmal für den Anfang. Oh, ich habe sogar einen Eisenstein gefunden. Juhu. Kannst du in den Ofen packen? Oh ja, werde ich tun. Wo hast du denn so viel Eisen Steine her? Ich hatte tatsächlich ein paar Eisendinger gefunden. Ah. Ich nehme mal ein bisschen Zeug, was wir hier so drin hatten, und pack das mal rüber in die Kisten. So, und ich hatte gesehen, es gibt auch irgendwie ein verbessertes Lagerfeuer irgendwie. Wie hieß denn das nochmal? Bestimmt verbessertes Lagerfeuer. Verbunden? Nee, das hatte irgendeinen anderen Namen tatsächlich. Hier bei Überleben war das, glaube ich, eine Demontage. Ah, verbessertes Lagerfeuer. Mach ich mal, ne? Jo. So. Was brauche ich denn für ein verbessertes Lagerfeuer? Großes Lagerfeuer? Verdammt, Vogel. Ah! Großes Lagerfeuer. Äste und Steine. Ah ja, es gibt diese. Steine. Ich habe ja diese Riesenwürmer, ne? So, was ist das hier? Ja. Fettraupe. Oh, genau. Lecker. Benutzen. Niam, 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 niam. So, ist das jetzt eine normale Werkbank? Alter, die Fettraupe, die regeneriert dich aber dermaßen. Die Energie steigt gerade. Ich bin fast wieder bei der Hälfte. Ich jag jetzt diese Fettraupen, ey. Ja, mach mal. Fettraupen! Großes Lagerfeuer. Dich stellen wir mal. Soll ich das große Lagerfeuer so in die Mitte machen?
Ja, kannst du machen, sieht gut aus. Was wollte ich denn jetzt suchen? Ich wollte Germe, 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 Germe. Das heißt, mir fehlt Holz. Das mit. Was denn? Ich überlege gerade nur, wie man diesen Brei herstellte. Musstest du nicht extra so eine Sklavenschüssel bauen oder so einen Sklaven. Ging das überhaupt beim normalen Lagerfeuer? Warte mal. Ja, ja, den Brei hat man beim Lagerfeuer gekocht. Du brauchst einen leibeigenen Topf. Ein Topf, um Leibeigene zu füttern, oder? Leibeigenen? Ja, wenn du nochmal unter Talente gehst und dann diesen leibeigenen Empfänger guckst, gibt es ja dieses Rad des Schmerzes. Oh, warte mal, unter was ist das denn? Unter welcher Kategorie? Links, das mit dem Haus. So, dann hast du doch da irgendwo das Schmerz, das Rad. Ja. Klick doch mal drauf. Ja. Da. Leibeigenen Topf. Ah, ein Topf im Leibeigen. Hergestellt, Werkbank eines Zimmermanns. Okay. Ich helfe doch gern. Danke. Jetzt brauche ich denn Äste und 50 Eisenbarren. Wir haben 10 Eisenbarren übrigens. Ich weiß, dass wir noch ganz, ganz, ganz viel Eisenbahn brauchen. Ja. Ich wandere mal ein bisschen ins Landesinnere, glaube ich. Mach das, ich suche Fettrauben. Ranken sind neu, glaube ich. Was kann man mit dem machen? Seile vielleicht? Aus was? Rappen? Ranken. Ranken? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, was kann ich denn von... Kann ich irgendwas von... Oh, rote Schildlaus. Kriegt man von den, hier, wie heißt sie gleich? Kakteen. Sind rein theoretisch Färbemittel, so rote Schildläuse. Mhm. Gab's früher auch schon. Stimmt. Ich glaube, rote Farbe oder sowas, ne? Mhm. Oh, ein Gnu. Bleib stehen! Ich will dich jagen, ich will dich töten, ich will dich essen. Diese verfickten Krokodile, ey. Wenn ich irgendwann stark bin und ganz viel Energie habe, hau ich euch um. Gehst ihr mir auf den Sack. Scheiß Krokodilland hier. Oh, jetzt bist du ein Miststück dahinter der... Ach Mist, das war ein anderes. Oh. Wieso kannst du da hochklettern? Scheiß Vieh! Bist du das Gnu, das ich vorhin versucht habe zu töten? Nein. Oh Gott! Ah! Oh Gott! Ah, das Gnu greift mich an! Ein Killer-Gnu. Ah! Ich glaube, das ist ein Männchen. Ah, nein, nicht runter! Bist du doof! Kletter da wieder hoch! Mehr Stein erforderlich. Oh, das hält ganz schön viel aus. Was? Keine Pfeile? Willst du mich verarschen?
Ja, klingt nach Spaß. Dann schlachte ich dich so. Oh! Was machst du für Geräusche? Ich habe dieses Gnu oder was auch immer ist. Ein Kudu. Ich habe ein Kudu getötet. Hurra! Boah, ich habe 11 Fleisch daraus gekriegt. Das ist super. 11 Fleisch, davon habe ich jetzt auch keine Pfeile mehr. Aber ich habe hier auf jeden Fall ein gutes Jagdgebiet gefunden. Aber jetzt jage ich erstmal keine Kudus mehr. Ich will nämlich Eisensteine. Was bist du für eine Pflanze? Oh, was ist das für ein Viech das? Irgendwas Gehörntes. Okay. Was brauchen wir noch? Eisenstein. Ach, Rinde. Okay, hier sind irgendwelche Viecher, an die traue ich mich nicht allzu nah dran, die sehen nämlich gemein aus. Dann geh doch nicht ran. Nee, deswegen gehe ich jetzt auch woanders hin. Hier ist wirklich Wüste. Mann, Mann, Mann. Da hinten ist irgendein Tempel. Oh, da ist ein großes Barbarenlager. So ein großes Lager. Hey. Mein Magen knurrt. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen durch. Ich bin gerade auf Erforschungsmission. Oh, schrei mir nicht so in die Ohren. Entschuldigung, da waren fiese Viecher. Die haben mich erschreckt. Die haben gebrüllt. Ja. Tun ja ein die Ohren weh. Und ich dachte, wir wollten erst. Ich suche Eisensteine. Nee, ich meine, wir wollten doch. Na egal. Sag doch. Ne, bei der zweiten Ebene wollten wir doch erst die Decke bauen. Hä? Wir wollten doch erst hier oben drauf die Decke bauen und nicht hier. Oder willst du hier noch eine Treppe hochbauen? Ich kann da noch eine Treppe hochbauen. Das kann ja so eine kleine Galerie da oben sein. Okay. So. Jetzt habe ich ganz vergessen, was mir fehlt. Du kannst auch gerne. Ja, ich gucke mir das dann nochmal an. Nee, ich brauche Rinde. Ach, toll, Kaninchen, aber ich habe keine. Stirb, Kaninchen! Stirb! Oh, ich muss wirklich was essen. Scheiße. Aua, aua, aua. Ah, dieses Rindekloppen dauert ja ewig.
So, ich komme jetzt nach Hause, weil ich habe sehr, sehr großen Hunger. Und was Tolles entdeckt? Also ich habe auf jeden Fall ein paar Eisensteine bekommen. Ich habe einen guten Jagdgrund für Gnus, also in der Hoffnung, dass das eine zuverlässige Fleischquelle ist. Ja. Und so ein paar fiese Viecher, vor denen ich mich erschreckt habe. Mein Typ hat irgendwie weibliche Geräusche gemacht. Okay. Oh, praktisch. Soll ich den gleich zerlegen? Kannst du machen. Hast du schon Filetiermesser oder sowas? Nee. Beutemesser heißt das, Entschuldigung. Nee, habe ich leider noch nicht. Oh, eine Rinde fehlt. Oh. Ja, der Hunger beginnt nicht zu schwächen. Ich mache ja schon Steaks. Ah, die Aufnahme beenden wir gleich, wenn ich jetzt nochmal Rinde habe. Ich will jetzt so unbedingt das eine Ding da bauen. Ein Rinde fehlt. Ein. Mir Rinde.